Da machen sie sich auf. Eine kleine Truppe wissbegieriger und treuer Studenten unserer Hochschule. Das Ziel, die CeBIT. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Campus TV. Die CeBIT hat sich 2018 ein bisschen neu strukturiert. Diesmal geht es nicht nur um Messe, sondern vielmehr um eine Art Expo, also Ausstellungen, Konferenzen, Networking, Festivals und Shows. Es geht natürlich wie immer um die digitale Transformation der Wirtschaft, welche sich diesmal jedoch in vier Säulen aufteilt. Zum ersten die Economy, welche mehr oder weniger der alten Philosophie der CeBIT folgt und Business to Business anspricht. Dabei geht es um Dinge wie Artificial Intelligence, Augmented and Virtual Reality, Blockchain, zukünftige Mobilität, Internet of Things und Sicherheit. Diesmal gab es leider wie in den letzten Jahren keine Open-Source-Halle, was viele Informatiker traurig betrachten. Die zweite Säule ist D-Tech, welche den Besuchern Zukunftskonzepte und Start-ups präsentierte. Dabei gab es coole Dinge wie ein Drohnen-Race, ziemlich spannende und innovative Autokonzepte, die allererste Pizzadrohne mit einer Fluglizenz und auch das Karlsruher Institut für Technik war mit einem Roboter dabei, der Handwerkern bei der Arbeit helfen soll. Die dritte Säule ist D-Talk, mit dem Fokus auf Vorträgen, also genau das Richtige für Studenten, die Vorlesung nach der Vorlesung. Dabei redete zum Beispiel Rob Bubble über YouTube und andere Firmen stellten ihre Konzepte und Ideen für die Zukunft dar. Die letzte Säule ist die Campus, also das, was man von unserem Campus Saarbrücken eben auch kennt. Ein bisschen Networking, ein bisschen Party, am besten 50-50 und alles gleichzeitig. Das heißt, richtig viel Freibier. Das heißt auch Popcorn und Eis. Das heißt aber auch Musik, eine Skybar, ein Riesenrad, einfach nur viele Stände von kleinen Unternehmen, viele Stände von Hochschulen, viele Stände von Forschungseinrichtungen, bei denen man sich informieren konnte, was sie eigentlich machen, wie man dort reinkommt und wie verdammt nochmal dringend Informatiker gebraucht werden. Kickoff der spannenden und ziemlich coolen zwei Tage war am Stand der Hochschule Kaiserslautern, bei dem sich die Hochschule natürlich selber präsentiert hat, aber auch der Arbeitskreis Smart Machines und unser Professor Knopper mit seinem Betriebssystem Knopix. Willkommen am Stand der Hochschule Kaiserslautern, Fachbereich Betriebswirtschaft, Studiengang Information Management, wo wir 3D-Design mit OpenSCAD zeigen, was unsere Studenten in Grundlagen der Informatik als erste Programmiersprache lernen, um später solche Sachen konstruieren zu können oder Ähnliches. Ja, wir zeigen alles, was es so rund um Software zu wissen gibt und erklären natürlich auch, wie unsere Studiengänge aufgebaut sind und verteilen hier Informationsmaterial. Das ist das Knopix Live-System, was man auch auf DVD erhalten und mitnehmen kann mit unseren 3D-Druckern aus unserem 3D-Labor im Information Management. Und so kann man sich einen Eindruck verschaffen, was man als Student für Möglichkeiten hat, bei uns auch eigene Projekte umzusetzen und mit Hilfe von 3D-Druckern auch in Hardware zu gießen. Unsere Studenten und Mitarbeiter meinten, dass das neue Konzept der CeBIT ziemlich gut sei. Spricht eine breitere Masse an, auch ein jüngeres Publikum, und man kann viel mehr mit den Firmen interagieren und auch viel mehr lernen und selber mitnehmen. Deswegen hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder mit können und es wieder in diesem Format stattfindet.